Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Lecker Kochen. Habt ihr euch schon mal gefragt, was ihr mit den Sachen machen sollt, die ihr übrig habt? Ja? Kommt damit! So, wie ihr sehen könnt, habe ich das hier von der letzten Aktion Kochen übrig. Und es ist echt kacke, weil ich habe echt keinen Bock, das jetzt nochmal zu verarbeiten. Und es soll ja auch nicht schlecht werden. Was machen wir daraus? Wir verarbeiten es, als wollten wir es in den Topf tun und frieren es ein. Und zwar folgendermaßen. Schälen und kleinschneiden, würfeln und in Scheiben schnibbeln. So als wolltet ihr es zubereiten, nur bis dahin. So, alles ist vorbereitet, in Scheiben geschnitten und gewürfelt. Man könnte es jetzt direkt weiterverarbeiten, aber an dieser Stelle machen wir jetzt eine Spielpause und speichern unseren Spielstand ab. Das machen wir mit Hilfe von Gefrierbeuteln. Ich habe jetzt 2 Gefrierbeutel rausgeholt, weil mehr bringt es nichts. Und diese beiden Gefrierbeutel, die fülle ich jetzt, und zwar zu gleichen Teilen mit dem Gemüse und friere das dann im Keller ein. Naja, nicht unbedingt im Keller, aber da, wo halt eure Tiefkühltruhe steht, ne? Alles klar, also, Hälfte, Hälfte. So, und das war's auch schon. Mehr ist da nicht zu machen. Das jetzt in die Tiefkühltruhe rein, schön einfrieren. Und ihr habt was, wenn ihr es braucht. Ihr müsst es nicht mehr vorbereiten, ihr müsst es nicht mehr schnibbeln. Sehr, sehr schöne Sache. Und vor allem gehen euch die Sachen jetzt nicht mehr kaputt. Es wäre doch echt schade darum, wenn ihr Mohrrüben oder den Sellerie oder den Lauch einfach verkommen lasst, einfach weil ihr ihn nicht verarbeitet. Man kennt's doch. Gerade eben was mit Mohrrüben gemacht, am nächsten Tag wieder was mit Mohrrüben. Ich mag keine Mohrrüben, ich hab's doch gestern schon. Richtig. Deswegen ab ins Tiefkühlfach damit. Und da bringe ich das jetzt auch hin. Und das war's auch schon. Kleiner Aufwand, große Wirkung. Ihr habt was, wenn ihr es braucht. Ihr habt's direkt portioniert. Ihr spart euch für die nächsten mindestens 2 Tüten, die ich verbrauchen werde, Arbeit. Ich will euch nicht sagen, wie lange die Sachen im Tiefkühlfach haltbar sind. Nicht, dass ich es nicht wüsste, eine Mindestangabezeit ist immer da, aber ich glaube da nicht dran. Nehmt sie raus, geht auf Sicht, sieht es gut aus, riecht daran. Riecht es in Ordnung, probiert es. Und ehrlich gesagt, wenn es gut aussieht, dann könnt ihr es ganz normal verarbeiten. Also macht euch da nicht allzu viele Gedanken. Für diejenigen, die Vitaminen wichtig sind, beim Einfrieren gehen keine Vitamine verloren. Merket auf. Ihr erhaltet sogar durch das Einfrieren die Vitamine, die da drin sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ihr Rezepte habt, ich freue mich auf jedes und sage Tschüss!